Tor zu erzielen. Dann verkürzt Rapid auf 3:2. Das Spiel wird nun schnell und hart. Kurz vor Schluss verhängt der Schiedsrichter einen Elfmeter gegen Rapid wegen Handspiels. Stroh schießt unhaltbar ein. In der vorletzten Minute stellt dann Austria das Ergebnis von 5:2 her. Das Endspiel um den Pokal bestreiten also Admira und Austria. Jetzt habe ich meine Stimme verloren. Regen Sie sich nicht auf, ich habe Ihre Stimme in meinem linken Ohr. Was passt Ihnen denn nicht an dem Spiel? Der Linksaußen, den Nierten. Pui! Der rasiert! Wird der wassert! Ohne Wasser kann er doch nicht rasieren. Schaut, wird der rennt! Der rollert, denn der Benzin ausgegangen ist. Der bleibt daheim! Spielt ihn mit den Vorhang quasteln! Ich sage Ihnen, der Bursch ist ganz große Klasse. Ja, der mit dem Saferladenspäck. Er ist gut trainiert. Er ist gerade jetzt in Form. Wie viele Minuten noch? Eine Minute. Ausgleich! Ausgleich! Das ist auch ein Schindler. Kein Schindler? Hat er in Jähstürmen gesehen? Gegen Schottland, gegen Italien, gegen Ungarn. Wie alt sind Sie denn überhaupt? Ich bin 35 Jahre, gesehen habe ich nicht, aber so viel ich gehört und gelesen habe von ihm, kann ich nur sagen, dass es zurzeit keinen Fußballer gibt, der so ist, wie eben Schindler seinerzeit war. Seinerzeit? Als unser Mann auf der Tribüne gerade ein Jahr alt war, im Mai 1937, da führte Matthias Schindelar im ausverkauften Stadion den Angriff gegen Schottland. Wie erklären seine Kameraden von damals das fußballerische Phänomen? Fritz Gschweidl, was war das Besondere am Papierrennen, an Matthias Schindelar? Der Schindelar war wirklich ein großbegnadeter Spieler. Er war ein hervorragender Techniker. Er war ein ganz hervorragender Taktiker. Er war schnell, hat einen wunderbaren Schuss gehabt, sehr trickreich. Aber nicht nur das, sein Spielart war auch wirklich eine Augenweide durch seine Eleganz. Ne? Und ich muss sagen, ich war glücklich, immer neben Schindelar spielen zu können. 1:1 endete der Länderkampf im Stadion und Schindelar, zum 51. Mal in der Nationalmannschaft, bereitete Österreichs Treffer vor. Fritz Gschweidl, haben Sie den Matthias näher gekannt? Wirklich ein herrlicher Kamerad, immer lustig und meiner Ansicht sogar sehr bescheiden und zurückgezogen. Er sprach oft den ganzen Tag nichts, aber wenn er mal dann losgegangen ist, dann muss man sich wirklich über ihn zerkugeln, wie ich sagen möchte. Er hat so einen trockenen Humor gehabt. Na, jetzt reden Sie nichts. Ernst, das haut mich nieder. Sag Sie, sind Sie Fußballer, weil Sie so viel davon verstehen? Nein. Na, wieso sind Sie denn dann so gut informiert? Ganz einfach. Lese immer den neuen Kurier. Ein Zeitungspreisausschreiben ermittelte als besonderen Liebling aller österreichischen Fußballer den Mittelstürmer von Rapid, Franz Binder, den vielfachen internationalen und Rekordtorschützen mancher Spielzeit. Zu Ehren des beliebten Sportlers komponierte Kapellmeister Matzko einen Bimbo-Binder-Marsch. Im Sophiensaal in Wien wurde dieser Marsch aus der Taufe gehoben. Bimbo Binder dirigierte selbst. Thank you.
Mein lieber Herr Binder, es ist für uns eine besondere Freude, dass Sie beim Preisausschreiben der Liebling der Wiener Fußballer geworden sind und dass Sie, wie es in Wien eben der Fall ist, musikalisch begrüßt wurden mit Ihrem neuen Bindermarsch und mit einem Lorbeerkranz, obwohl ich mir sicher bin, ein Kranz Gnadwurst wäre Ihnen lieber. Fußballmeister Dynamo Moskau tritt in Wien gegen Rapid an. Bundeskanzler Ingenieur Raab begrüßt die Gäste und dann werden ein paar Blumen überreicht. Also der Beutel Gernhardt kann es gar nicht tragen, weil das ist ja ein ganzes Treibhaus. Wer ist der beliebteste Fußballer? Erster wurde Walter Zehmann, der Tiger von Glasgow. Zweiter Ernst Otzwirk und dritter Ernst Steuerspahl. Einer jungen Verehrerin wurde den drei Fußballern ein prachtvoller Geschenkkorb überreicht und dann belauschten wir die Kommentare zweier angeblich prominenter Sportler. Ja, meine Mutter hat vom Sport, wenn wir noch ganz kleine Kinder waren. Ne? Deine Mutter wieso? Ja, sie immer so Sport mit Gas, Sport mit Licht, Sport mit den Kohlen oder Sportsfamilie. Aber geh wieso denn? Ja, der Vater, der rollt, meine Schwester fährt Ski, mein Bruder, der boxt, meine Schwiegermutter ringt. Was, seine alte Dame ringt noch? Ja, ringt immer die Hände, weil so wie bist du. Vom Sport hast du keine Ahnung, aber ich bin ein Sportler. Ich bin im vergangenen Sommer noch 10 Kilometer in einer Stunde gelaufen. Was mir da zählt? 10 Kilometer in einer Stunde. Da fragt den Walter Zehmann, der ist doch mit mir geredet. Wo? Der Walter Zehmann? Zu zweit! Du glaubst eh? Da kommt auf einen 5 Kilometer. Kommt Ihnen der auch so bekannt vor? Aber wer ist denn das nur? Ah, ich weiß schon. Walter Zehmann, unser Nationaltorhüter privat, von Beruf Bibliothekar. Aber Herr Bibliothekar, und alle Frauenherzen fliegen ihm heute zu. Na und das ist der Ernstl Otzwirk. Im Team Mittelläufer, ansonsten der Mann von der Tankstelle. Und zwar in der Tankstelle vom alten internationalen Stroh. Er hat auch ein ausgesprochenes Gefühl für den Motor, der Otzwirk. Ist er doch selbst Motor des Teams. 130.000 Schilling Ablöse. Ah, pardon, 130.000 Volt sind für Rudi Röckel, unseren Verteidiger und Elektromeister, eine Kleinigkeit. Das aber ist der sogenannte Zwarer-Körner, also der Fredl Körner, links außen und Beamter im Museum. Besonders liebevoll verwaltet er dort alte Folterwerkzeuge aller Art. Tja, der Körner sagt sich als Rapidler, wer weiß, vielleicht können wir es einmal brauchen, die Folterwerkzeuge, für Rapid-Gegner oder für Austria-Anhänger. Gerhard Hanapi, er ist nämlich angehender Architekt, wie manchmal die Hanapi-Abwehr. Und dieser Inhaber eines Sportgeschäftes, unser Stürmer Ernstl Steuerspahl. Er ist ausgesprochen viel beschäftigt, er führt nämlich auch junge Steuerspahl. Nur mit der Technik, egal ob Ball oder Babybehandlung. Steuerspahl tritt zum Elfer an, täuscht den Tormann und sendet anhaltbar in die andere Ecke. Die roten Teufel kommen, wohin kommen sie? Nirgends kommen sie. Der Steuersball schießt und hält der Torhüter von Schubert Schneider und hat auch die Kugel fest in seiner Hand. Er schießt aus und dann kommen aber die großen Angriffe der Austria. Da ist Melchior am Ball, ein Haken, gibt zu Bichler, Bichler weiter, Schläger, Tor, Tor, Tor. Wunderschön, ein Tor für die Austria. Und eines nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Meine Damen und Herren, wir bringen jetzt einen Originalbericht vom bedeutungsvollsten Fußballkampf des ganzen Jahres. Österreichs bewährte Spezialmannschaft steht im Kampf gegen das berüchtigte kombinierte Team ausländischer Schleichverbände. Wir befinden uns bereits in der letzten Spielminute und noch immer steht es 0-0. Durch dauernde Regelwidrigkeiten und abgestachelt von der kleinen, aber hemmungslosen Schar der Schleichanhänger hat der Gegner seine Niederlage bisher verhindert. Jetzt gelingt es ihm sogar ganz gefährlich in unseren Strafraum vorzustoßen. Unser Tor ist bedrängt, aber unser prächtiger Tormann hält jeden Schuss mit wunderbarer Parade. Das Publikum ist begeistert, es feiert unsere Spieler mächtig an. Jeder Einzelne weiß, dass es um eine historische Entscheidung geht. Nun haben wir die Oberhand. In herrlicher Kombination geht der Stürmer vor. Übertrippelt ein, zwei, drei Schleichspieler. Herrlich, da nützt auch kein Foul mehr, meine Herren. Das Leder in letzter Sekunde wunderbar platziert vor das schwarze Tor. Da brauchst du Mittelstürmer heran. Melchior frei. Schuss von Melchior. Tor! 1-0 führt Austria Wien zur Pause gegen den deutschen Meister, erster FC Kaiserslautern. Ein Team von solcher Qualität kann sich mit jeder ausländischen Konkurrenz messen. Man hat der Wiener Mannschaft eigentlich keine allzu großen Chancen eingeräumt, weil zahlreiche Senioren in der Mannschaft standen. Die Wiener in weißen Hemden griffen aber sofort beherzt an und drängten die Berliner zurück.
das erste Mal ist der rechts außen kommende Kampal. Er versucht einen Haken, sehr geschickt gemacht, und da kommt uns schon seine Flanke. Schön gemacht, in die rechte Verbindung zu Wagner. Wagner hebt den Ball geschickt vor das Tor. Gernhardt hinüber zu Kommeneck. Der Kommeneck rennt durch, reißt an und 1:0 für Wien, bereits nach wenigen Minuten. Da hat man leicht lachen. Weiterhin Wien im Angriff. Aurinik flankt zur Mitte. Der Ball wird verfehlt, ist allein im Strafraum. Was passiert? Ein Wiener da und da ist Wagner. Schuss, 2:0. Die Robinsonade des Berliner Torhüters war umsonst. Wien führt überlegen und greift weiterhin an. Jetzt zwischendurch einmal Berlin am Ball. Und zwar der Stürmerstar Graf versucht den Tor zu schießen, drängt in den Strafraum hinein, wird aber mit vereinten Kräften abgewehrt und Gernhardt hat ausgeputzt. Wieder ist Kommeneck durchgebrochen, schießt Tor Nummer 3. Alles ist eitel Wonne. Wien bleibt weiterhin im Angriff. Aurinik gibt herrlich zur Mitte und Kommeneck verwandelt zum vierten Mal. So leicht werden Tore geschossen. Man muss es nur können. Und nun greift Wien wieder an. Jetzt ist einmal ein Angriff abgestoppt worden, und zwar von der Berliner Verteidigung. Aber die Wiener lassen sie nicht beirren. Wagner schießt, 5:0 für Wien. Das war der Halbzeitstand. Nach Wiederbeginn haben die Wiener zurückgeschaltet auf den zweiten Gang und die Berliner haben dadurch etwas Luft bekommen, sind etwas aufgekommen, konnten aber keinen Treffer erzielen. Gegen Ende ist Wien wieder da, diesmal Dr. Epp. Und Dan und Aurednik gibt's in der Mitte und Walzhofer schießt das sechste Tor. Wien siegt überlegen mit 6:0. Die Fußballwelt hält dem Atem an. Da ist der Spielführer. Ja, wie ein wahnsinniger Raster mit dem Ball. Der aber wohin rollt er, wohin rollt er? Das Spiel nimmt an Spannung zu. Tore hängen in der Luft, aber nur in der Luft vorläufig, noch nicht im Netz. Aber ich sehe keinen Ball. Wo ist der Ball? Sehen Sie einen Ball? Ich nicht, aber wir werden ihn gleich wieder finden. Wir haben ihn schon wieder gefunden. Und jetzt eine Vorlage für. Ja, für wen denn? Die Stimme am alten Gachen, weiß nicht. Die Flanke, oder nicht? Da ist die Flanke. Schießt, aber daneben. Das Eröffnungsmatch findet in Lausanne statt. Und zwar Frankreich gegen Jugoslawien. Die Jugoslawen im dunklen Dress. Die beiden Spielführer bei der Seitenwahl, Bobek rechts, links Jonquet. In der Mitte Schiedsrichter Griffiths, Wales. Von den 16 Nationen sind 8 favorisiert. Das heißt, sie wurden gesetzt. Die Franzosen wollen nun beweisen, dass sie zu Recht gesetzt worden sind. Und die Jugoslawen wieder wollen zeigen, dass man sie hätte setzen müssen. Jetzt ist Tschaikowski am Ball, einer der berühmtesten Seitenläufer Europas. Gibt ab zu Milutinovic, der schießt 1:0. Beide Mannschaften haben die gleichen Fehler. Sie schießen ganz, ganz wenig und kombinieren aber doch sehr schön. Wieder ein Angriff der Jugoslawen. Jetzt Tschaikowski ganz links draußen. Er spielt ab zu Milutinovic. Milutinovic stürzt, aber Gnefrau, es ist nicht passiert. Gott sei Dank. Österreichs Fußballpräsident, Minister Dr. Gehrö und die Mannschaft werden im Trainingslager Baden bei Zürich offiziell begrüßt. Österreichs Tormann Schmid, Trainer und Selektionär Edi Frühwirth,
Golgatha Probst wird massiert und das sind die Lavaln. Auf Hochdeutsch Bälle. Davon scheinen die Österreicher genügend zu haben, zumindest im Training. Gerhard Hanapi, Fußballer, Architekt und Rastelli. Und was er kann, wollen auch die anderen versuchen. Happel mit Hakentrick. Auf Hochwienerisch Ferschler. Das ist Otzwirk, der beste Mittelläufer der Welt, so nannte man ihn lang. Und nun ruft Basel, neuer Zuschauerrekord im St. Jakob-Stadion. Erste Auseinandersetzung, Deutschland gegen Ungarn. Deutschland in weißen Hemden, Ungarn in dunklen Hemden, so beginnt das Spiel, aber zur grenzenlosen Enttäuschung der deutschen Schlachtenbummler, die zu Zehntausenden gekommen sind, spielt Deutschland mit 7, na sagen wir Ersatzleuten. Alle sagen sie, na so ein Reinfall. Und sie schimpfen auf den Herberger, doch sie kennen seine Pläne nicht. Sie achten kaum auf die Tore, die schon in der ersten Viertelstunde fallen. 3 Stück für Ungarn. Sie denken, warum, warum, warum? Nun der Bundestrainer, er zieht den Weg über ein Wiederholungsspiel gegen die Türkei, einer schwierigen Belastungsprobe gegen Ungarn, vor. Immerhin ein Tor für Deutschland. Pfaff hat es geschossen und mit 3:1 geht es in die Pause. Beide Mannschaften machen keinen besonders zufriedenen Eindruck. Bei Deutschland wundert das nicht. Warum aber die Ungarn? Vielleicht hätten sie lieber gegen unsere A-Mannschaft gespielt. Da ist der Spielführer, Major Puskás. Wieder kommen sie aufs Spielfeld, der berühmte Kosics, der Halbrechte der Ungarn, und dann geht's los. Diese fürchterliche zweite Hälfte mit dem Fußball-Czardarsch der Magyaren. Hidekuti, Hidekuti, Kosics, Tod, dann der Rana mal dazwischen, Kosics und noch einmal der deutsche Herrmann, das sind die Tore. Also schauen wir uns das Katastrophal an. Neidlos muss jeder das überlegene Können der ungarischen Fußballkünstler anerkennen. Hier wieder ein Tor und der arme Torsteher Kwiatkowski mit der Nummer 22 auf dem Rücken, er kann einem leid tun. In seinem ersten Länderspiel muss er 8 Tore kassieren. Die Fußballwelt hält dem Atem an. Puskás ist verletzt. Nach einem Foul von Liebrich. Hier, wir sehen deutlich, der linke Knöchel ist geschwollen. Es wäre eine Katastrophe für die ungarische Mannschaft, wenn Puskás im weiteren Verlauf nicht mehr einsatzfähig wäre. Aber seine Sturmkameraden lassen sich nicht entmutigen. Sie schießen Tor auf Tor. Zwischendurch kontert Deutschland und Rahn kann einen Treffer aufholen. Die Ungarn, die nur 10 Mann im Feld haben, sind aber dennoch die überlegene Mannschaft. Nach diesem 8. Tor trösten sich die Deutschen bei einem Gegenangriff mit der Tatsache, dass ihr 3. Treffer immerhin den Ungarn 3 Gegentore beschert. 8:3 ist der Schlussstand. Nicht mehr ganz so schlank wie früher sind sie. Übrigens kennen Sie sie noch. Zeman, Hanapi, Stotz, Decker. Der berühmte Ungar Puskás kickt das Match zwischen den alten internationalen Österreichs und Ungarns im Wiener Stadion an. Das Publikum ist begeistert wie in früheren Tagen. Der Ball läuft wie am Schnürchen, zunächst allerdings vor allem bei den Ungarn. Zwei
20-Meter-Schuss von Sousa, der Tiger von Hütteldorf robinsoniert vergeblich. 1:0 für Ungarn. Wieder ist der Tiger in Not und Sousa staubt zum 2:0 ab. Das ist aber zugleich das Angriffszeichen für die Österreicher, die nun kaum noch zu bremsen sind. Duell Wagner mit einem Schmäh zu Linksaußen Höfer, 2:2, nachdem Hammerl das 2:1 erzielt hatte. Da tankt sich Czajka unaufhaltsam durch, serviert den Ball Höfer, der zum 3:2 für Österreich einschießt. Ein Tor ist schöner als das andere. Maßflanke von Höfer, abgewehrt, aber herrlicher Volleyschuss von Czajka, 4:2. Das Publikum geizt nicht mit Beifall, denn solche Tore hat man schon lange nicht mehr gesehen. Raketen steigen zum Himmel. Und ein Tor von Alfred Körner. Österreichs alte Internationale gewinnen 5:2. Wiener Fußballgenie beendet seine Karriere. Erich Hof, der Elferkönig, der aus Dornbach kam, verabschiedet sich auf dem Sportclubplatz von seinen Fans. Da kommt das Leder weit nach hinten für Karli Koller. Er war einer der Besten der österreichischen Mannschaft. Jetzt hinüber auf die rechte Seite für Hof. Hof täuscht den Gegner in Schussposition aus 18 Meter. Tor, Tor! Hof läuft an, täuscht geschickt und schießt trocken zum 1:1 ein. Hof schießt 1:0. Der Schiedsrichter hat Gott sei Dank gesagt, das ist ein Elfer. Bravo, wir warten auf den Elfer. Hof schießt, täuscht den Torhüter. Das ist der Ausgleich. Die Begeisterung ist groß. Da waren Österreichs Fußballfans noch fröhlich, als es zum entscheidenden Qualifikationsspiel gegen Schweden in Gelsenkirchen ging. Im Flugzeug ließ sich keiner den Appetit verderben und die Volksmeinung stand ganz auf der Seite des Teamchefs Leopold Stastny. Ich muss also den Herr Stastny meines Erachtens in Ruhe weiterarbeiten lassen und zwar egal, wie das heutige schwere Spiel ausgehen wird. Naja, inzwischen weiß man, wie das Spiel ausgegangen ist. Stastny ist Trauergast beim Begräbnis der österreichischen Nationalmannschaft. Herr Stastny ist für mich ein hervorragender Fachmann. Nur leider hat er keine sehr populäre Art, sich dem Publikum zu zeigen. Na, ich finde den Herrn Stastny für Ordnung. Sowieso. Feldherrnblick. Wieder nix. Er hat eine sicherlich schwierige Aufgabe und hat gleichzeitig auch die Chance, jetzt bei dieser Weltmeisterschaft sicherlich wieder in den Vordergrund zu kommen. Ich beneide ihm nicht um seine Aufgabe. Die 1:2 Niederlage unseres Teams verhindert aber, dass Stastny in den Vordergrund kommt. Erfolgshoffnungen werden vom Schneetreiben verweht. Ja, ich finde, den Stastny soll man lange arbeiten lassen. Warum soll man jetzt da sitzen? Wie es weitergeht mit Österreichs Team und dessen leidgeprüftem Chef, ist eine offene Frage. Die Fußballbegeisterung in Österreich reicht vom Stadion sogar bis zum Casanova-Revue-Theater, wo sich Go-Go-Girls dem überraschten Publikum in Weltmeisterschaftsleiberln präsentieren. Wer so ein Leiberl hat, ist stolzer Besitzer einer Sammlung von Teamspieler-Autogrammen. Das Leiberl ist auf dem besten Weg, ein Modehit zu werden. Wer es noch nicht besitzt, platzt vor Neid. Die Teamspieler sind entzückt von ihrer eigenen Unterschrift, mit der sie sozusagen einen Vertrag unterzeichnet haben. Kämpfen für Österreich. Österreichs Fußballnationalteam legt die letzten 100 Meter auf österreichischem Boden vor dem Abflug nach Argentinien zurück. Man erinnert sich der Schlachten, die den Weg nach Südamerika geebnet haben. Das waren die aufregenden Stunden des 24. September im Wiener Prater. WM-Qualifikationsspiel gegen die DDR.
Argentinien gehört uns. Wir haben schon bestellt, wir können nichts mehr retour nehmen. Und wirklich, das Ziel wurde erreicht. Österreich ist unter den 16 Endrundenteilnehmern. Was jetzt kommt, sind nur noch Formalitäten. Österreichs Gruppengegner sind Spanien, Schweden und Brasilien. Wer ist Favorit? Für mich die Brasilianer aufgrund ihrer letzten Ergebnisse und aufgrund ihrer guten Vorstellung bei der Europa-Tournee Favorit Nummer 1 für die Weltmeisterschaft ist. In unserer Gruppe Favorit ist natürlich Brasilien. Für mich ist erster Favorit Brasilien. Ich glaube, dass Brasilien der Top-Favorit ist in unserer Gruppe. Die Brasilianer hier in dunklen Leibchen haben sich in Vorbereitungsspielen in Europa sozusagen für die Weltmeisterschaft eingeschossen. Gegner ist der regierende Weltmeister Deutschland. Da hat Zettmeier im Tor der Deutschen Glück. Noch einmal hat er Glück. Aber dann schießen die Brasilianer doch das Siegestor. So lief die brasilianische Kombinationsmaschine auch gegen Frankreich. Aber der glänzende französische Tormann macht alle Chancen der Südamerikaner zunichte. Dann zeigen die Franzosen, dass es im Fußball keinen unschlagbaren Gegner gibt. Wenn es keinen Misston gibt.